Herzlich willkommen zu Urknallwäldern und das Leben. Erst Kontakt mit Außerirdischen. Das ist natürlich ein ungewöhnliches Thema. Vielleicht erkläre ich kurz, wie es dazu kam. Wir waren letzte Woche, Harry und ich, im Studio, haben einfach mal die Kamera eingeschaltet und haben uns mal unterhalten. Da wurde ein zweistündiges Gespräch draus, ohne Schnitt, ohne Punkt und Komma haben wir so dahingeredet über alle möglichen Themen. Und das ist so, sagen wir mal, back to the roots. So ging es ja auch los bei uns auf dem Kanal. Das war ja eigentlich, diese Gespräche waren ja die ursprüngliche Basis. Und wir haben uns vom Schwierigkeitsgrad ja immer weiter wegentwickelt. Und zuletzt haben auch Leute das immer wieder mal moniert. Da dachten wir, streuen wir einfach mal wieder diese Art ein, dieses nicht an diesen kleinsten Details nachzuhaken, naturwissenschaftlich. Wir stellen ja hier auch Paper mal vor und gehen sehr tief ins Detail im einen oder anderen. Mal die Auflösung zu vergrößern, einfach mal das Big Picture, das große Bild zu betrachten, so nach dem Motto, ja, was bringt uns denn das Ganze jetzt eigentlich? Und diese übergeordnete Warte mal in einem lockeren Gespräch, das hätte genauso gut bei mir auf der Terrasse stattfinden können, das Gespräch. Also dann, und Sie sitzen hier mal mit dabei. Ich hoffe, dieses Format gefällt Ihnen auch. Dabei sind ein halbes Dutzend Themenfelder entstanden, so Art 20 Minuten. Also lassen Sie sich mal überraschen, was dann auf Sie zukommen wird. Gestartet sind wir meist mit einer seriösen Voraussetzung. Also wir reden über Standardmodell, und nach einer Weile, zack, geht es irgendwo links weg und plötzlich redest du über künstliche Intelligenz, Cyborgs, über die Kunst, glücklich zu sein im Leben oder über Esoterik tatsächlich auch. Also ich will jetzt gar nicht vorweggreifen. Erstkontakt mit Aliens war natürlich als Thema nicht geplant. Ich wollte über die Nottingham-Studie reden. Da wurde ja ein bisschen darüber gerechnet, wie viele potenzielle Zivilisationen gibt es denn vielleicht in der Milchstraße, wie wir Verteilung, Wahrscheinlichkeiten, alle solche Geschichten. Ja, Harry ist natürlich sofort abgebogen bei dem Thema und dann hat das eine Eigendynamik. Und urplötzlich, wie die Jungfrau zum Kind, stehen wir vor dem Thema Erstkontakt. Wie würde sowas ablaufen? Was ist da los? Und ja, ich schwanke immer so ein bisschen hin und her zwischen diesen beiden extremen Szenarien, motiviert aus Star Trek. Saffron Cochrane macht diesen ersten Warpflug, dann landet das Raumschiff, das außerirdische Raumschiff, die Tür geht auf und dann theatralisch kommt der Mann, zieht die Kapuze hinter, man sieht die Ohren des Vulkaniers und dann kommt es zu einem Live Long and Prosper. Das ist natürlich so die Idealvorstellung, wie sowas laufen kann. Es hätten auf der anderen Seite natürlich auch die Borg sein können, die den Erstkontakt herstellen. Also schauen wir mal, wie Harry die ganze Sache sieht. Erst kam diese Nottingham-Geschichte mit 36 potenziellen Zivilisationen. Ja, da muss man wirklich lachen, wenn man auf die genaue Zahl kommt. Aber letztendlich sind es halt immer nur Wahrscheinlichkeiten. Die Wahrscheinlichkeit, dass das passt, dass das passt, dass das passt, die werden aneinander multipliziert und dann kommt man halt auf irgend so eine Geschichte. Nur, wenn es 3 Dutzend sind, in der Milchstraße wohlgemerkt immer, dann wären wir so, sagen wir mal, 17.000 Lichtjahre voneinander entfernt, wenn das so ein bisschen homogen verteilt ist hier. Und dann kommen wir zu diesen irrwitzigen Entfernungen. Das ist mein Hauptproblem in dieser ganzen Angelegenheit. Sobald ich mir irgendwie vorstelle, um welche Entfernungen es geht, dann wird es beliebig unwahrscheinlich, dass irgendjemand diese Entfernungen zurücklegen kann, das überlebt, dann am Ende irgendwas an Erkenntnis gewinnt, weil es muss ja eine Intention haben, dahin zu fliegen. Und dann willst du wieder zurück, um diese Intention irgendwie, oder zumindest ein Signal mit Lichtgeschwindigkeit zurückschicken. Und selbst das ist 17.000 Ja, Jahre wieder unterwegs. All das macht es für mich so schwierig, an diese hochinteressante Sache irgendwie zu glauben, ja, wunderbar, interstellare Raumfahrt und alles. Diese Generation, wir haben alle irgendwo Star Trek und sonst was gesehen. Das ist inspirierend, das ist toll, diese Vorstellung. Aber in der Realität ist es wahnsinnig schwierig und beliebig unwahrscheinlich. Das wird ja noch schlimmer, wenn man dann sich nochmal überlegt, okay, die müssen dann mit Lichtgeschwindigkeit fliegen, damit sie überhaupt während der endlichen Zeit irgendwo hinkommen. Warum eigentlich? Also entweder die werden eingefroren, das kann natürlich sein, die Geschichte. Wenn sie aber lebendig da durch wollen, durchs interstellare Medium,
dann haben wir es mit einem organischen Vielteilchensystem zu tun und das unterliegt nun mal gewissen thermodynamischen Einschränkungen. Die werden nicht unendlich alt. Wenn sie ein Kristall wären, also eine Maschine, dann können sie ziemlich alt werden. Aber als organische Kohlenstoffeinheit und vielleicht ein bisschen mit mehr Arsen als Phosphor drin, vielleicht haben die Adenosintriarsenid oder sonst irgendwas da statt Phosphat oder was, das spielt eigentlich keine Rolle. Aber sie müssen, das heißt, sie müssen schnell fliegen. Das heißt, wir treffen immer, wenn die hierher kommen, treffen wir immer auf Mavericks, immer irgendwelche Einzelgänger-Raumschiffe, die irgendwo losgeschossen sind und die genau wissen, we never come back. Ja, sie haben niemanden mehr. Das ist eine Truppe von Leuten oder Truppe von Existenzen, die wir hier, die wissen ganz genau, hinter ihnen, das, was hinter ihnen liegt, war mal. Und da sind wir wieder bei den Maschinen. Oder es gibt vielleicht eine Höherentwicklung dahingehend, dass ich eine Symbiose aus Maschine und Lebensform mache, wo ich die Maschine so sehr in den Vordergrund stellen kann, dass sie die Trägerstruktur so lange erhält, dass aber dann aufgesetzt auf das ganze System dann doch der biologische Faktor wäre. Genau. Das vielleicht darf man sich da nicht zu sehr zum Opfer seiner eigenen mangelnden Fantasie werden lassen. Genau, ich meine, 17.000 Lichtjahre ist eine 17.000 Jahre, wenn man das mal einfach nur in Jahre überrechnet, ist eine Zeitskala. Vor 17.000 Jahren war der Homo sapiens hier in Europa angekommen und hat mal angefangen, ein bisschen zu gucken, dann ist es ja umso erstaunlicher auch, dass relativ schnell dann eben solche Observatorien gebaut worden sind in der Bronzezeit. Inzwischen findet man ja praktisch auf der gesamten Nordhalbkugel, findet man so auf der geografischen Breite von Stonehenge, findet man überall solche Observatorien, die alle damit zu tun haben, dass astronomische Kalendarien praktisch dargestellt worden sind. Das heißt, das ist relativ schnell losgegangen. Und da muss man jetzt gar nicht immer wieder auf die Sesshaftigkeit kommen, sondern auch für Jäger und Sammler war das offenbar ein wichtiger Punkt. Heilige Orte. Und heutzutage wird dann aus diesen ganzen Kreisen, die man da beobachtet hat, Stonehenge ist ja nur einer davon, es gibt andere in Russland zum Beispiel, in Arkheim, ein Riesending, das werden dann sofort Wirbelakupunkturpunkte des Planeten, zur Heilung des Planeten. Schamanen treffen sich. Und das, darauf will ich eigentlich hinaus. Okay. Nämlich der eigentliche Punkt ist, dieses ökonomische Denken, dass nämlich daraus irgendein Ziel, ein Zweck, ein Nutzen erfolgen muss. Das halte ich für ein universelles Prinzip. Das heißt, die Außerirdischen, die hierher kommen, haben Ziele, Zwecke und Hoffnungen, Visionen, Träume und haben vielleicht sogar klare Machtansprüche. Die kommen nicht hierher nach dem Motto, wir sind mal hier und wollten einfach mal drüber reden. Das wird nicht funktionieren. Ich glaube, dass die ziemlich genau wissen, warum sie hierher kommen, wenn sie hierher kommen und dass das nicht unbedingt, wie es so schön heißt, das entspricht nicht unbedingt unseren Interessen. Und entdeckt zu werden, ist historisch kein Spaß gewesen. Ja. Und von Maschinen entdeckt zu werden, das stelle ich mir unangenehm vor. Also da kannst du nicht von empathischem Auftreten irgendwie ausgehen. Nee. Also mir fällt eigentlich immer nur der Moment ein, wo ich einen Außerirdischen träfe. Ich würde nicht nach den Naturgesetzen fragen, weil es sind die gleichen wie bei uns. Ich würde ihn fragen, welche Musik macht ihr? Welche Bilder malt ihr? Welche Märchen erzählt ihr euren Kindern? Und an welche Götter glaubt ihr? Wer wäre denn überhaupt berechtigt, mit so einem Außerirdischen zu sprechen? Das ist das nächste Problem. Da kommt jetzt so eine Maschine, steigt aus dem was auch immer aus. Und wer macht jetzt hier den, im Namen der Menschheit, weiß, hallo. Es gibt von der UNO irgendwie... Nein, ist nicht dein Ernst. Doch. Also erstmal gibt es ja, es gibt ja Weltraumrecht. In Potsdam ist ein Kollege, der ist jetzt Professor für Weltraumrecht, weil wir ja den erdnahen Weltraum ja inzwischen zur ökonomischen Zone machen. Da müssen also Rechtsfragen spielen da eine Rolle. Dann gibt es die Frage, wem gehören die Himmelskörper? Die gehören niemandem, die dürfen also nicht von den Staaten benutzt werden, aber privat kannst du sie nutzen. Deswegen hat dieser eine Typ ja diese Mondgrundstücke verkauft. Also ich wüsste jetzt nicht, ich glaube, aber da ist irgendwas angegeben. Die Vertreter der Menschheit, ich weiß nicht, ob da der Generalsekretär... Entschuldigung, ich bin nicht befugt. Ich meine, das ist ja interessanterweise auch in den Science-Fiction-Filmen immer wieder ein Problem. Also wen schicken wir denn da hin? Da gibt es doch zum Beispiel diesen Film Contact mit Jodie Foster. Da wird darüber gesprochen, dass da unbedingt jemand hin muss, der Religionen vertritt, weil die Weltbevölkerung zu 95% an Götter glaubt. So, also da muss auf jeden Fall jemand dabei sein. Würden wir in Europa, wären wir da eher schon zurückhaltend. So, also Mann oder Frau oder alle beide zusammen oder inzwischen ja noch mehr. Wir haben ja auch noch jetzt neue Varianten. Also ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Ich hoffe nur, dass es gibt so ein paar Vertreter der menschlichen
der menschlichen Sorte, die also jetzt in den letzten Jahren an Regierungspositionen sitzen, dass die jetzt nicht unbedingt, die sind jetzt nicht so, also ich fände es zum Beispiel gut, wenn die Premierministerin von Neuseeland oder so jemand da, ne? Also Leute, die irgendwie cool drauf sind und ein bisschen entspannt sind und so weiter. Nicht so es kann ja die erste Kontaktaufnahme ein bisschen verzögern, je nachdem, wo sie landen. Wenn du sagst, ich muss von Neuseeland her anreisen. Ja, das stimmt auch. Also vielleicht wäre es schon gut. Das stimmt. Also ich weiß es nicht. Vielleicht sollten wir uns darauf einigen, dass wir eher eine Altersgrenze setzen. Dass wir sagen, es darf niemand Kontakt aufnehmen, der älter ist als 10 oder so. Wir lassen die Kinder nach vorne. Vielleicht ist das. Kinder sind immer irgendwie vor Ort. Ja, jetzt, wo sie bei der Klimadebatte schon so weit mit vorne mit dabei sein müssen, weil die anderen sich ja nicht ordentlich verhalten, schicken wir sie auch dann los. Vielleicht ist es die friedlichere Kontaktaufnahme. Vielleicht. Naja, war jetzt nur mal so. Vielleicht, naja, aber ich glaube wirklich, dass dieser Erstkontakt. Das ist eine unglaublich schwierige Sache. Wie will man kommunizieren? Schickt man jemanden hin, der Violine spielt? Ja, das kann ja schon wieder aggressiv sein. Vielleicht ist die Frequenz für denjenigen, der da kommt, tödlich oder was auch immer. Also sagen wir mal so, also meine Hoffnung wäre, dass es sich dabei um erfahrene Außerirdische handelt, also nicht Leute, die jetzt ersten Mal einen anderen Planeten besuchen, sondern die so ein Protokoll mit dabei haben, die auch schon also irgendwie Violine? Sprachen. Hat jemand eine Violine hier? Genau, also dass jemand mal, also dass sie uns mit irgendwelchen Symbolen kommen, mit denen wir was anfangen können. Auch das kann schwer daneben gehen. Also Symbole sind auch gefährlich. Ja, ich meine, guck dir in der Menschheitsgeschichte an, welche verschiedenen Arten von Alphabetarten sind entwickelt worden. Bildersprache, mit denen wir nichts anfangen können. Wir brauchen also offene Greifwerkzeuge, ja, wäre ja schon mal gut. Würde gut, ich sagen. Ja. Das hat sich auch bei uns über die Kulturen hinweg bewahrt, zu zeigen, ich bin unbewaffnet. Ja. Als Gruß. Hände hoch, genau. Ja, ich bin unbewaffnet, ich bin ein Freund. Ich habe keine Ahnung. Also mir wäre es eigentlich erstmal lieber, wir würden feststellen, wir sind nicht allein im Universum auf einer Distanz von mehreren 10.000 Lichtjahren. Also eine Wochenendbeziehung erstmal. Nee, was ist so ein Planeten, wo ich feststelle, aha, da gibt es Moleküle in der Atmosphäre, die deuten eindeutig darauf hin, auf dem Planeten gibt es Leben. Das heißt, wir können anfangen, sagen wir mal sowas wie die Schwarmintelligenz der Welt dazu verwenden, zu sagen, okay, jetzt müssen wir uns mal Gedanken machen, wie können wir mit den anderen kommunizieren. Dass das also jetzt nicht eine Sache von so Zweien oder einer kleinen Gruppe ist, sondern wir überlegen uns mal möglichst viele. Wir lassen alle Menschen, Kinder und Alte und alle sich mal Gedanken machen, wie könnte man mit Außerirdischen kommunizieren. Mhm. So, und dass wir dann vielleicht mal irgendeine Botschaft da hinschicken in irgendeiner Form. Und wir wissen noch gar nicht, vielleicht gibt es einen ganz tollen Gedanken von irgendjemandem, aber dass das jetzt eben nicht die Experten sind, du hast ja vorhin auch schon mal davon gesprochen, dass wir so viel im Vorhinein schon ausselektieren. Man spricht ja dann von der professionellen Deformation. Ja, also dass man nicht die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler daran lässt, sondern einfach Leute, die sagen, du, ich habe mir überlegt, wir sollten das so machen. Und dann werden alle sagen, Mensch, da hätte ich ja nie im Leben dran gedacht. Vielleicht ist das ein guter Weg zu den Außerirdischen, naiver vorzugehen. Also nicht so. Und das war ja der Ansatz mit Kindern. Genau. Total offener, naiv. Die einem von ihrer absolut Natur her offener sind. Mal gucken. In der Hoffnung, dass die Außerirdischen dann eben auch offen sind. Eigentlich haben wir uns dann da keine richtigen Gedanken gemacht. Ich finde das erstaunlich. Es gibt fundamentale Dinge, so ein Asteroideneinschlag auf unserem Planeten, Erstkontakt mit einer fremden, intelligenten Lebensform. Ja. Das ist nicht so das große Thema. Nee. Also das wird uns ziemlich unvermittelt dann treffen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, intuitiv, fast epigenetisch, wissen wir, dass wir allein sind im Universum. Aber das widerspricht doch eigentlich dem kosmologischen Prinzip. Das widerspricht doch dem fundamentalen Prinzip, mit dem wir Naturwissenschaft betreiben und Kosmologie betreiben, wo wir sagen, wenn wir auf großen Skalen ins Universum schauen, dann wollen wir nicht irgendwas einzigartig. Also hier, wenn ich nach hier schaue, sehe ich dich und hier sehe ich dich nicht. Aber auf sehr, sehr großen Skalen, verschmiert, sehe ich tendenziell immer das Gleiche. So. Und wenn ich sage, nur hier ist Leben, das ist doch... Also das ist, nicht, dass nur hier Leben ist, sondern dass wir zu den ganz, ganz wenigen Zivilisationen gehören und die anderen sind so weit weg, dass wir niemals irgendetwas... Dann haben wir wieder ein Alleinstellungsmerkmal. Das wollen wir doch nicht in unserem kosmologischen Weltbild. Ja, es tut mir leid. Was wir wollen, spielt aber keine Rolle. Aber das wäre eine Verletzung unserer Randbedingungen in der Kosmologie. Dann müssen wir damit leben, wenn das so ist. Also ich meine, schon die Zeit, in der wir leben, ist eine besondere. Es ist die erste Zeit, in der nennenswert genügend schwere Elemente
in der Milchstraße da sind, dass Felsenplaneten entstehen können. Also wir wissen schon mal, die Zeit war nicht immer, also das Universum war nicht immer so wie heute. Naja. Natürlich kann man räumlich und so weiter, kann man immer was machen, das ist richtig. Aber wer sagt uns denn, ob es nicht doch Spezialitäten gibt, von denen wir, an die wir nie gedacht haben? Wir glauben immer noch an die Einheit der vier Grundkräfte, stellen aber immer mehr und mehr fest, die Gravitation lässt sich mit den anderen einfach überhaupt nicht zusammen. Dann können wir machen, was wir wollen. Also da stehen wir da und bringt nichts. Also mit dieser Zeitskala, da gibt es ja direkt dieses astrobiologische kopernikanische Limit. Genau. Die einfach sagen, wenn du nicht 5 Milliarden Jahre Zeit hast auf dem Planeten, bist du raus. Genau, weil so ist es. Genau. Also insofern gibt es da schon ein paar Filter, auch da wieder. Und vielleicht müssen wir da muss man einfach noch viel, viel mehr forschen. Und solange wir immer nur in diesem riesigen Diagramm der Möglichkeiten einen einzigen Punkt haben, von dem wir definitiv wissen, hier ist Leben. Ja, weil es etwas ist, das ist lebendig. Also ich würde ja immer eher darüber sprechen, was ist eigentlich lebendig? Nämlich eine besondere Organisationsform der Materie. Nicht was Leben ist. Leben ist viel zu abstrakt, aber was ist denn wir können eindeutig unterscheiden, ob etwas lebendig ist oder nicht. Also diese kooperative Organisation, sich die Randbedingungen genau so zu erhalten, wie man sie braucht, um sich zu reproduzieren. Und solange es nur einen Punkt gibt, ist das alles andere immer nur Spekulatius. Und Leben ist einfach nur faszinierend. Also wenn ich mir so ein Standardmodell hinlege mit diesen ganzen Elementen, dann ist es nett. Das ist irgendwie nett im Vergleich zu Leben. Das ist eigentlich eine ganz andere Qualität. Ja. Und manchmal, wie soll ich sagen, ist schwer, das rüberzubringen. Manchmal habe ich so das Gefühl oder die Frage für mich, gibt es noch eine andere Qualität in diesem Universum, so ähnlich wie diese Qualität Leben, die so ganz anders ist als das, was wir ansonsten so haben. Gibt es also nicht eine andere Lebensform, verstehen wir nicht falsch, sondern eine ganz, wieder eine Qualität, so ähnlich wie Leben eine Qualität darstellt, die übergeordnet völlig faszinierend sein kann. Das würde mich zum Beispiel auch interessieren. Also wenn man sich anschaut, wie groß das Universum, also was für spezielle Bedingungen an lebendig zu sein erfüllt sein müssen, dann ist das Leben wahrscheinlich das größte Geschenk, was es im Universum überhaupt gibt. Und bewusstes Leben ist nochmal so die Sahnetörtchen obendrauf. Das ist also, das Leben ist schön. Unglaublich schön. Egal, wie man es dreht und wendet, es ist eine unglaubliche Erfahrung. Und es setzt aber voraus, dass man sich damit auseinandersetzen kann, erstmal, dass man also Redundanz hat, nicht nur irgendwie auf Nahrungssuche oder sonst was unterwegs, sondern auch so weit Wissenschaft betreibt, dass man die Zusammenhänge beginnt zu begreifen zumindest, um zu erkennen, wie wunderbar es eigentlich ist zu leben. Das weiß ich nicht. Also da würde ich jetzt wieder sagen, da ist diese innere Perspektive des Einzelnen ein großes Universum nochmal für sich selber. Und da braucht man nicht mal unbedingt, man muss nicht unbedingt Wissenschaft betreiben, um festzustellen, dass es schön ist zu leben. Das würde ich nicht sagen. Also du denkst, so ein Kartoffeltierchen am Samstagnachmittag legt sich irgendwo hin und sagt, Mensch, Ich weiß nicht, ob es was sagt. Die Frage ist natürlich genau diese Innenperspektive. Also ab welchem Grad von Komplexität beginnt eine Innenperspektive von sich absehen zu können. Genau, ja? Genau. Denn das ist ja das, was man mit Reflektieren bezeichnet. Wir sind da, wir können uns aber zum Beispiel uns vorstellen, etwas zu tun, was passiert mit uns jetzt, was passiert mit uns dann und dann. Interessant wird es insbesondere dann, wenn wir die Gegenwart zu dem Thema der Reflexion machen, weil dann verlieren wir die Gegenwart aus dem Auge. Und die Außerirdischen, die sind in diesem Zusammenhang dann eigentlich nur ein Detail. Denn dass das Universum überhaupt mindestens an einem Ort Leben möglich gemacht hat, ist schon möglicherweise unter den Universen eine große Ausnahme. Ja. Wenn wir das kopernikanische Prinzip anwenden auf die Multiversen, dann gibt es ja alle möglichen, wie wir wissen. Also die vielleicht ist die Mathematik die eigentliche Königin von allem, weil sie sagt uns immer wieder, dass das Reich der Möglichkeiten so ungeheuerlich ist. Also dass selbst Unendlichkeiten zwischen zwei ganzen Zahlen existieren können. Diese Unendlichkeit ist aber noch nichts im Vergleich zu den Unendlichkeiten, die sonst noch in den Kantorschen oder anderen Häusern irgendwo drin sitzen. Ja?
Ja, aber die Mathematik lässt uns das beschreiben in einer konsistenten Form. Aber die Faszination ist ja unabhängig davon möglich. Ich denke, ich kann... Ja, genau. Das, aber Sie also wenn ich in den Nachthimmel schaue, dann kann diese Faszination da sein, ohne dass ich mich je mit Mathematik beschäftigt das habe. Richtig, denke. Ja, also das, ja. Dass die Mathematik wiederum so effektiv ist in der Beschreibung dieser Welt, das ist eine ganz andere Frage. Das ist was vielleicht auch damit zu tun hat, dass sie eine Struktur mitbringt. Und vielleicht brauchen auch wir als Lebensformen eine bestimmte Struktur. Mhm. Wir brauchen nicht eine Zeit, um uns zu entwickeln. Da darf nicht jeden Tag irgendwie um 180 Grad was anderes sein. Wir brauchen ein ruhiges Fahrwasser, würde ich es mal nennen. Und dafür braucht es wiederum feste Strukturen mit Bahnen um irgendwelche Sterne, von Planeten. Da muss vieles ablaufen können in aller Ruhe. Und das mag ein Zusammenhang sein, dass deshalb die Mathematik so erfolgreich ist in der Beschreibung unserer Welt, weil in unserer Welt eine Struktur vorhanden ist, sonst gäbe es uns gar nicht. Aber ich würde es deutlich vereinfachen. Wir benutzen in der Physik nur einen winzigen Anteil von dem, was wir an mathematischen Strukturen entwickelt haben. Das heißt, wir sind extrem selektiv darin, eben mit gewissen Gleichungstypen zu arbeiten. Und diese Gleichungstypen liefern uns manchmal sogar schon viel zu viel. Da sind wir schon völlig überkantitelt. Das heißt, die Mathematik ist so ein bisschen was wie der Mensch. Der Mensch kann auch deutlich mehr, als er muss. Ja, und deswegen beginnt er Dinge zu tun, wie Kunst, Musik und Mathematik zu betreiben. Ja, Naturwissenschaft ist dann Imagination in der Zwangsjacke. Genau, das genau. Ist, ja. Es gibt die Rahmenbedingungen, von denen du ja sehr schön gesprochen hast. Und das, die Leitplanken musst du halt einhalten letztendlich. Genau. Die Mathematik bietet viel mehr. Die Physik klopft dich fest und sagt, nee. Geht nicht. Immer wieder gucken, was für Randbedingungen. Und die Randbedingungen für fliegende Untertassen oder für fliegende technische außerirdische Objekte auf der Erde, die nicht irdisch sind, diese Randbedingungen, die sind schon echt hammerhart. Ja, da muss er schon richtig, richtig viel erfüllen. Also wenn wir eine Schlussfrage stellen, UFOs würdest du... Ich bin mir sicher, dass es eine ganze Menge von unbekannten Phänomenen gibt, die irdischen Ursprungs sind, aber nicht außerirdisch. Okay. Ja. Also dass die hier bei uns sind, würdest du abhaken. Dass sie generell unterwegs sind im Sonnensystem? In der Milchstraße. Glaube ich auch nicht. Nein. Ich glaube... Aber du denkst, es gibt viele Lebensformen. Ja. Aber in einem Entwicklungsstadium, wo man sagen würde... Das ist nicht zur interstellaren Raumfahrt. Sagen wir mal so, wenn jetzt auf einem anderen Planeten zwei Jungs oder zwei Mädels oder zwei was auch immer zusammensäßen und würden sich diese Frage stellen, dann wissen sie natürlich auch, die anderen sind wahnsinnig weit weg. Hm. Lass uns lieber um diesen Planeten kümmern. Die anderen sind zu weit weg, die können uns nichts erzählen. Ja, klar, also ich verstehe, was du meinst. Das ist natürlich die vernünftige Variante. Auch für uns Menschen konkret ist die größte Bedrohung der Mensch. Also da müssen wir nicht nach draußen schauen, das ist schon klar. Trotzdem glaube ich, dass auch anderswo es diese extrem neugierigen Menschen, oder was heißt Menschen, diese extrem neugierigen gibt, die sich danach sehnen, dass die Welt zu verstehen, in der wir leben. Und da gehört es unabdingbar dazu, Wissen zu generieren, Klarheit zu haben, sind wir alleine. Das ist schon für jede denkende Spezies eine so fundamentale Fragestellung. Also ich bin überzeugt davon, dass es da draußen intelligentes Leben gibt, dass es versuchen wird, interstellare Raumfahrt zu betreiben. Zumindest insofern, dass das Geräte, vielleicht auch Roboter, tatsächlich transportiert werden mit irgendwelchen Sonden. Warum glaube ich das so sehr? Weil wir es ja auch tun. Wir haben das ja schon zu Wege gebracht, da was rauszuschießen. Die viel schwierigere Frage ist eigentlich, würde ich so einen Erstkontakt jetzt wollen? Also käme die gute Fee um die Ecke morgen und würde mich vor die Wahl stellen, es gibt jetzt einen Erstkontakt oder eben nicht? Das ist eine wirklich schwierige Entscheidung. Denn aus Entdeckern, da wurden sehr oft Eroberer und Kolonialherren am Ende. Und selbst wenn sie es gut gemeint haben, dann kam es schnell mal zu Krankheiten, zu Epidemien und gerade im aktuellen, gerade im Augenblick braucht man da nicht viel dazu erzählen. Also
Das Risiko ist natürlich immens einer solchen Kontaktaufnahme. Da wären jetzt wieder die Maschinen im Vorteil, die verbreiten jetzt hoffentlich schon mal keine größeren Krankheiten. Ich glaube, ja, ich würde für eine Kontaktaufnahme plädieren, weil ich einfach die Chancen sehe, weil ich dieses unglaubliche Potenzial erkenne in diesen, in einer Symbiose. Im Kleinsten, das Leben schöpft aus der Symbiose, aus der Kooperation das maximale Potenzial. Und ich denke, das ist auch auf der großen Skala so. Auch bei einer komplexen, intelligenten Lebensform gibt es nichts Besseres als eine ehrliche, natürlich. Also wir dürfen jetzt nicht irgendwie taktieren, politisch, militärisch, und dann geben wir das preis und verstecken uns hier und da. Also das können wir uns schenken. Dann lieber nicht. Aber wenn wir in der Lage wären, offen, fair und ehrlich auf so eine Kooperation einzugehen, wahrhaftig, wie man so schön sagt, dann wären die Möglichkeiten, egal technologisch, medizinisch, was auch immer, natürlich auch moralisch, ethisch, denke ich, immens. Das würde uns katapultieren um Größenordnungen raus aus dem, was wir da bisher veranstalten auf dem Planeten. Das würde uns auch einen ein Stück weit, denke ich, als Menschheit. Aus meiner Sicht liegt unser größtes Problem darin, dass wir Menschen uns selber nicht vertrauen. Und dadurch entsteht Angst und am Ende dann als Ultima Ratio die Gewalt, zumindest die Bereitschaft. Und wenn du selber unterwegs bist, ohne Vertrauen, mit Angst und gewaltbereit, dann triffst du früher oder später auf jemanden, der dir nicht vertraut, vor dir Angst hat und auch gewaltbereit ist, um das Seine zu schützen. Und dann passiert's. Und dann zerstören beide das, wovor sie immer Angst hatten, dass sie es jemals verlieren könnten. Und das zieht sich wie ein ewiger roter Faden durch unsere Geschichte. Und manchmal verlässt mich wirklich der Glaube daran, dass wir das jemals durchbrechen werden. Wenn aber jetzt von außen jemand einen Impuls setzen würde, wenn jemand kommt, dann sind die ja nicht allein da draußen, wenn die Erstkontakt herstellen mit einer fremden Zivilisation, dann gibt es doch viele davon da draußen. Und dann hätten wir vielleicht die Chance, von einem Positivbeispiel zu lernen. Von Spezies, von Zivilisationen, die es schon gepackt haben da draußen. Die schon in friedlicher Koexistenz leben und sich vertrauen und gemeinsam was erreichen. Dann, das alleine würde uns, das wäre der Durchbruch für uns. Also ja, je länger ich darüber nachdenke, umso mehr komme ich zu der Erkenntnis, das müsste man einfach versuchen, ganz klar. Das mag naiv sein, Anhänger indigener Völker werden das ganz anders sehen, würde ich respektieren. Wer auch immer die Entscheidung trifft, trifft sie dann nach seiner Vorprägung und seinen Intentionen. Vielleicht gebe ich uns Václav Havel mit auf den Weg in dieser Entscheidung. Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass es Sinn macht, egal wie es ausgeht.